Ja, hallo. Ich esse hier gerade eine Mandarine. Die schmeckt so lecker. Und die habe ich gekauft bei meinem Obsthändler meines Vertrauens auf der anderen Straßenseite. Und ich bin immer wieder fasziniert, wie die Frau, die den Laden macht, die besten Sorten und die beste Qualität von jedem Gemüse und jedem Obst zusammenkriegt auch in dem Laden. Und dann stelle ich mir immer vor, ja, die fährt da morgens auf den Großmarkt und sucht da aus den Tausenden von Anbietern das Beste raus. Und das ist eine Kunst. Das muss man erst mal hinkriegen, weil ich gehe in so viele verschiedene Obstläden oder Supermärkte, Edeka und so weiter, um mir ab und zu mal eine Mandarine zu kaufen oder einen Apfel oder Feldsalat oder sonst was, und die haben immer das Beste. Und ich glaube, so ähnlich ist es auch mit philosophischen Inhalten, mit Texten, mit Artikeln, ja, mit meiner Arbeit als Redakteur. Das ist die Kunst des Redakteurs, ja. Viele Leute fragen mich, was ist denn deine Arbeit oder wie machst du das? Wie kriegst du die Artikel zusammen? Und dann sage ich immer, ja, das ist die Kunst des Redakteurs, ne? Das ist irgendwie eine Fähigkeit, irgendwie was Intuitives, aber auch Erfahrung, Wissen, ne? Über die Qualität von etwas, ja, von einem Text, von der Philosophie, von einem spirituellen Weg. Von der Art und Weise, wie dieser Weg präsentiert wird, wie er gegangen wird, oder ob es halt vielleicht ein anderer Weg ist, der vielleicht besser ist. Ja, so ist es mit dem Obst genauso wie mit den ewigen Wahrheiten der Philosophie. Und das gute Obst findest du in Tattva Viveka Magazin. Mein Name ist Ronald Engert, ich bin der Chefredakteur und ich habe das Heft gegründet vor 23 Jahren. Ich zeige euch mal ein Heft, damit ihr nicht denkt hier, von was redet der überhaupt? So sieht's aus. Ich bring's dann noch mal hinten nach dem Video als Screenshot. Okay, ihr könnt es überall bestellen oder kaufen. Im Laden, auf unserer Homepage. www.tatwa.de. Und wir freuen uns alle, mein Team und ich, wenn ihr uns unterstützt und auf dem Weg zu einem neuen Bewusstsein, einem neuen Paradigma des menschlichen Geistes, was es genau ist, das lest ihr dann, wenn ihr das Heft habt oder schaut auf unserer Homepage. Bis dann und vielen, vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen.